Als Dagmar E., eine Kosmetikerin aus Dienstlagen, im letzten Herbst spurlos verschwindet, ja, da steht die Polizei vor einem einzigen Rätsel. Jetzt hat der Sohn der 58-Jährigen die Ermittler zur Leiche seiner Mutter geführt. Sie lag verscharrt in einem Wald. Der 24-Jährige und drei seiner Freunde sitzen nun in Untersuchungshaft, weil sie einen Mordkomplott geplant und durchgezogen haben sollen. Musste Dagmar E. sterben, weil ihrem Sohn seine Freunde wichtiger waren als das Leben seiner Mutter? Polizei und Staatsanwaltschaft sind sicher, dass der 24-jährige Alexander Teil eines Mordkomplotts ist. In ein Waldstück bei Hünxe, nur wenige Kilometer vom Zuhause der beiden entfernt, hat Alexander die Ermittler geführt. Hier, verscharrt im feuchten Waldboden, lag die verweste Leiche der Mutter, die offenbar im Schlaf überrascht und schon im letzten Herbst in ihrer Wohnung in Dienstlaken erdrosselt wurde. Alexander hat uns lediglich gesagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Er hat es abgelehnt, sich mit der Polizei zu unterhalten über die Tat als solche, war dann aber befragt, damit einverstanden, uns den Ablageort des Leichnams zu zeigen, zu dem er die Polizei dann auch zielgerichtet hingeführt hatte. Stand der Ermittlungen heute ist, neben Alexander E. sitzen auch drei seiner Freunde in U-Haft. Äthiopische Brüder im Alter von 24, 20 und 18 Jahren. Dem Ältesten von ihnen hatte Dagmar E. 6.000 Euro geborgt. Weil der das Geld aber nicht zurückzahlte, drohte die Kosmetikerin dem Kumpel ihres Sohnes mit einer Anzeige. Hier vermuten die Ermittler das Motiv. Der Sohn der Verstorbenen hat unseren Ermittlungen zufolge keinerlei soziale Kontakte, keine Freunde und fokussiert sein ganzes Leben eben nur auf diese drei Personen. Und da einer dieser drei Personen Schuldner oder beziehungsweise Schulden bei seiner Mutter hatte, befürchtete er, dass ihm möglicherweise Übel geschieht, dadurch, dass Strafverfolgungsorgane benachrichtigt werden beziehungsweise bei diesen eine Anzeige erstattet wird. Bei den Ermittlungen hatte die Polizei in Duisburg bereits im letzten Herbst Freunde und Bekannte der 58-Jährigen eingebunden. Britta Meyer war die beste Freundin. Ihr hat Dagmar E. alles erzählt. Und schon Tage nach dem mysteriösen Verschwinden der Kosmetikerin hatte die Designerin die schlimmsten Befürchtungen. Das Horrorszenario ist, dass sie nicht mehr leben könnte. Davor habe ich auch echt Angst. Wenn ihr was passiert ist, wenn sie noch leben würde, würde sie sich mit Sicherheit melden. Wenn sie das nicht tut, kann die Chance ja groß sein, dass sie dazu nicht mehr in der Lage ist. Den entscheidenden Hinweis lieferte der Mordkommission eine Bekannte des Opfers. Die erinnerte sich im Januar an ein Telefonat, nur Stunden vor dem Verschwinden von Dagmar E. Dabei ging es um das Darlehen an den Freund des Sohnes und die drohende Anzeige bei der Polizei. Per Handyüberwachung brachte die Mordkommission Licht in das Dunkel. Das war eine Aussage einer langjährigen Freundin der Vermissten. Dieser Hinweis von dieser Frau war dann für uns wesentlich, um eine konkrete Verdachtslage zu begründen. Von den Ermittlern wird der 24-jährige Auszubildende zum Mediengestalter als Eigenbrötler beschrieben. Seine einzigen sozialen Kontakte waren die drei befreundeten Brüder, die jetzt zusammen mit ihm in U-Haft sitzen. Schrecklich auch für die Mordkommission scheint, eine Mutter musste sterben, weil der Sohn seine Freunde schützen wollte.